Maidons Meinung, willkommen dazu, liebe Zuschauer. Hallo Alfred. Hallo. Den Dow Jones sehen wir hinter uns und zwar diesmal im Tageschart. Das heißt, wir sehen die gestrige Performance und heute schon ein kleines Stückchen, vorbörslich natürlich. Wir haben gestern nach der FED-Entscheid oder im Laufe der FED-Entscheidung erst Verluste gesehen, dann aber doch wieder eine Erholung. Woran lag das? Ja, also erst muss man sagen, die Erwartungshaltung war ja relativ klar. Man hat damit gerechnet, dass die Zinsen gesenkt werden, ein Viertelpunkt, also 25 Basispunkte. Das ist auch passiert. Nur was die Aussichten betrifft, da war man vorher geteilter Meinung. Es gab Experten, die gesagt haben, wir kriegen dieses Jahr noch zwei Zinssenkungen oder nur eine. Dann hat Jerome Powell gesagt, er sagt mal gar nichts, es kann auch gar keine weitere Zinssenkung geben. Und das hat natürlich erstmal für Unruhe gesorgt. Es hat die Märkte verstimmt, dass es eventuell sogar gar keine Zinssenkung geben könnte. Und darum auch dieser doch recht deutliche Rücksetzer. Dann aber hat man sich so ein bisschen darauf besonnen, dass dieses Signal vielleicht keine Zinssenkung auch heißt, es gibt vielleicht keine Rezession oder die FED sieht keine Rezessionsängste und das wiederum hat dann die Märkte beflügelt. Und jetzt sind wir quasi so mittendrin. Es gibt, ja, man kann beide Aspekte sehen. Man muss jetzt mal schauen, wie das weitergeht in den nächsten Tagen. Aber für mich ist es eigentlich ganz positiv. Wir haben niedrige Zinsen, sehr niedrige sogar, also jetzt noch niedrigere als vorher. Und aber dennoch keine Rezessionsgefahr, zumindest sieht das die Notenbank nicht so. Es gibt Leute, die sehen das anders. Also eigentlich die schönste aller Welten. Und ich glaube auch, dass sich das an den Märkten widerspiegeln wird. Wir sind beim Dow Jones nur ungefähr 1% vom Allzeithoch entfernt. Und wenn das fällt, glaube ich, dann wird viel Geld, was an der Seitenlinie ist, in den Markt zurückkommen. Und eigentlich hat die Notenbank genau das Richtige gemacht. Man hat gesagt, wir lassen uns die Entscheidung offen, wie es weitergeht. Wir haben jetzt die Zinsen gesenkt und den Rest sehen wir dann später. Schauen wir auf ein paar Aktien, die dann vielleicht in einem positiven Gesamtmarkt auch mitsteigen könnten. Microsoft ohnehin ja gestiegen, auch wenn wir zuletzt eine kleine Konsolidierung sehen. Aber es läuft, Dividendenerhöhung, Aktienrückkaufprogramm, das dürfte doch alles, das sieht alles positiv aus. Ja, also ich bin kein großer Prophet, aber ich wage mal vorherzusagen, dass die Aktie heute auf ein neues Rekordhoch steigen wird. Denn diese Meldung, Dividendenerhöhung und Aktienrückkaufprogramm kam nachbörslich. Die Aktie ist dann nochmal 1% gestiegen im nachbörslichen Handel und ich glaube, jetzt fehlt noch ein halbes Prozent, dann haben wir die 141, ist glaube ich das Allzeithoch. Das dürfte heute wohl fallen und dann spricht wenig dagegen, dass nach dieser wirklich schönen Konsolidierung auf hohem Niveau die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen kann. Sie läuft ja eigentlich schon seit über 3 Jahren nach oben, eine der Top-Aktien in den letzten Jahren, muss man so sagen, so ein bisschen unter dem Radar immer, weil im Fokus standen natürlich die großen neuen Tech-Werte wie Amazon, wie Alphabet oder Facebook, aber Microsoft läuft und läuft, das Geschäft brummt. Also alles gut und jetzt auch noch mit diesen guten Nachrichten im Rücken, glaube ich, dass wir noch viel Spaß haben werden mit der Aktie. Also die erste Kaufempfehlung Microsoft. Wir schauen auf Apple. Heute startet der Videospiele-Streaming-Dienst Arcade. Ist es vielleicht eher was so schmückendes Beiwerk ist oder kann es das nächste große Ding werden? Nein, das große Ding wird mit Sicherheit nicht. Aber es wird ein Geschäft, was durchaus vor allen Dingen von der Profitabilität eine Rolle spielen wird. Denn Spiele zu produzieren ist im Vergleich zur Filmproduktion relativ günstig. Und Spiele werden eben viel länger gespielt, als man Serien guckt. Die guckt man in der Regel einmal, vielleicht zweimal und dann ist vorbei. Spiele kann man Monate, vielleicht sogar Jahre lang spielen. Also das wird ein schönes Zubrot. Aber wichtig ist, und das klang jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen durch, einige Analysten haben im Vorfeld schon prognostiziert, dass die iPhone-Verkäufe oder die Indikation der iPhone-Verkäufe des neuen iPhone 11 sehr gut sein sollen, zumindest deutlich besser als im letzten Jahr. Und offensichtlich haben wir im letzten Jahr doch einige ihre Telefone nicht abgedatet, also nicht die neue Generation gekauft, sondern abgewartet, weil es damals zu teuer war. Jetzt sind ja die Preise ein bisschen gesenkt worden und jetzt sieht es aus, als wenn hier doch einiges an Rückenwind kommt. Und auch für Apple gilt, das Allzeithoch knapp über $230 ist in greifbarer Nähe und auch hier, glaube ich, sehen wir das demnächst. Also wir haben wirklich viele wichtige Aktien und auch den Dow Jones selbst ganz knapp vor dem Allzeithoch und ich glaube, dann fliegt so ein bisschen der Korken weg, wenn wir diese Rekordstände sehen und das wird nicht mehr lange dauern, glaube ich. Und dann haben wir die viel bekannte oder viel besprochene Jahresendrally. Ja, ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ja, sagen wir mal Herbstrally. Herbstrally, okay, reicht auch. Solar Edge, schauen wir jetzt drauf. Gibt es hier Neuigkeiten? Nein. Alles vom Alten, die Aktie, was tut sich bei der? Ja, also die einzige Neuigkeit ist, dass die Aktie ein bisschen korrigiert hat, was auch wirklich überfällig war, gerade nach diesem Kurssprung, nach den wirklich sehr guten Quartalszahlen. SolarEdge ist der weltweit führende Hersteller von Wechselrichtern. Das Geschäft mit der Solarenergie brummt weltweit. Und konnte man schon ganz froh sein, dass die Aktie überhaupt mal konsolidiert. Das gab es ja schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt dreht sie ja schon wieder nach oben und es wird nicht mehr lange dauern, glaube ich, bis wir auch hier neue Höchststände sehen werden, denn das Unternehmen ist hochprofitabel
Und von der Bewertung her gar nicht mal so teuer. Das KGV liegt jetzt auf Basis der Prognosen für 2020 bei ungefähr 18. Das ist sicherlich kein Superschnäppchen, aber es ist auch wirklich nicht teuer, weil SolarEdge wächst immer noch sehr stark, ist hochprofitabel, hat neue Bereiche mit Speichertechnologie, mit dem Einstieg in Elektroantriebe. Also alles super und eine Aktie, die man haben muss und ich glaube, die man auch lange haben sollte. Und auch in meinem Report habe ich sie schon relativ lange und auch da trotz 100% Kursanstieg wird kein Stück verkauft. Bislang nur Kaufempfehlungen heute für uns dabei. Wir gucken mal, ob es so bleibt. Geht so weiter. Ja, Warta kommt jetzt. Wir haben hier so ein, wir sehen jetzt die Aktien, wir haben diesen kleinen Rücksetzer zuletzt gehabt, der aber auch schon fast wieder aufgeholt wurde. Ja, wobei so klein war der jetzt gar nicht eigentlich. Das waren immerhin so 12-13%, also ich glaube von 95 runter bis auf knapp unter 80. Das fällt halt hier gar nicht mehr so auf bei dem Chart, aber eine schöne Einstiegsgelegenheit und ich glaube auch jetzt kann man noch einsteigen, so ein bisschen ähnlich wie SolarEdge übrigens, auch eine Aktie aus dem Meinung-Report, jetzt bei plus 200% und auch hier wurde die Hälfte verkauft, aber der Rest wird weiterlaufen gelassen. Auch hier gilt, das Geschäft ist mit dem Kurs mitgewachsen. Die Bewertung ist zwar jetzt natürlich nicht mehr günstig, aber sie ist auch nicht astronomisch hoch. Und auch hier glaube ich, dass wir in diesem Jahr noch deutlich höhere Kurse sehen, denn tatsächlich auch hier gilt weiter, das Geschäft brummt ohne Ende. Man hat dies ja schon zweimal die Prognosen angehoben. Die Produktion wird immer weiter ausgebaut. Alles toll. Und wenn jetzt noch der Smartphone-Markt, das iPhone gut läuft, weiter ist der Lieferant für, ich weiß nicht, ob es für Apple die Batterien ist, für die drahtlosen Kopfhörer, aber für viele andere Hersteller. Also alles gut und jetzt eine schöne Gelegenheit, nochmal einzusteigen. Mich würde es wundern, wenn wir dies Jahr die 100 Euro nicht mehr sehen. Also auch da gibt es den grünen Stempel und beim nächsten Wert auch sicherlich, wir schauen auf Tesla. Ja. Das ist kein Spoiler, das ist auch keine große Überraschung. Der Deutschlandchef geht, habe ich gelesen. Ist das eine wichtige Geschichte? Oder? Nein, das hat ja mein Kollege Florian Söllner schon vor, ich glaube, zwei Wochen gewusst oder geahnt oder Gerüchten gehört, dass er nicht mehr Deutschlandchef ist. Ich sage mal so, das ist... ist vielleicht gemein, aber es spielt keine Rolle. Also der Deutschland- oder Mitteleuropa-Chef ist für Tesla jetzt nicht so entscheidend. Entscheidend ist das, was ganz oben passiert. Und da gab es wohl auch Konflikte zwischen Elon Musk und dem Deutschland-Chef. Und deswegen ist er gegangen und es kommt jetzt halt ein anderer. Es ist unproblematisch. Wichtig ist bei Tesla, ich sage es noch einmal, zwei Sachen. Die Verkaufszahlen, verkaufen sich die Autos noch und was macht die Konkurrenz? Ich habe letzte Woche letzte Sendung über die Konkurrenz gesprochen, die zwar kommt, auch mit ganz akzeptablen Autos, aber eben nicht so gut wie die Fahrzeuge von Tesla. Und das nächste ist die Verkaufszahlen und die sind nach wie vor sehr gut. In Deutschland weniger, da geht die Nachfrage nach dem Model 3 schon wieder zurück oder ist zumindest einige Monate jetzt zurückgegangen. Aber zum Beispiel in England hat das Model 3 eingeschlagen wie eine Bombe. Da kam es ja ein bisschen später auf den Markt, weil man erstmal die Linkslenker gemacht hat und die auf der Insel fahren ja auf der anderen Seite, die haben den Lenker also rechts. Im Monat August war es das drittmeistverkaufte Auto überhaupt. Ich glaube nur der Golf und ich glaube irgendein Ford war besser. Und in Holland, das ist wirklich erstaunlich, ist jetzt kein Riesenmarkt, aber ist der Tesla, das Model 3, das meistverkaufte Auto im ganz gesamten laufenden Jahr auch von allen Autos. Also da sieht man schon, dass man den Massenmarkt schon erwischt hat, zumindest in einigen Regionen, in allen nicht. Deutschland ist natürlich da sehr deutsch geprägt und da ist natürlich, es ist ein bisschen schwieriger, aber auch hier verkauft sich das Auto recht gut. Also alles gut von den Verkaufszahlen. Jetzt geht es vor allen Dingen darum, in ungefähr zwei Wochen kommen die Absatzzahlen vom dritten Quartal und da schauen natürlich alle wieder drauf und ohnehin jetzt im September will man nochmal so richtig Autos verkaufen. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich kann mir vorstellen, dass wir haben ja hier schon sowas wie so einen Trendwechsel, ein Tief, das über dem vorigen Tief liegt, dass sich das fortsetzen wird, dass wir die 200-Tage-Linie nehmen und dann ist eigentlich der Weg vorgezeichnet. Also auch da weiterhin Kaufempfehlung. Dann schauen wir zuletzt noch auf Ballot Power. Ist ja kein Schnäppchen, der Wert mehr. Wir sind auch nahe oder wenn überhaupt, ja genau, wir haben ein neues 52-Wochen hoch gesehen, jetzt wieder ein bisschen weiter drunter. Was sagst du denn, was rätst du denn hier momentan? Wo war denn das Allzeithoch von Ballot Power? Aber auch auf dem Niveau? Nee, bei über 100 Dollar. Ganz interessant, 5 Dollar sind wir jetzt ungefähr so grob. Ich kann mich erinnern, das war eine meiner ersten Empfehlungen, die überhaupt, als ich angefangen habe, in dem Job zu arbeiten. Das war 1996, also vor 23 Jahren. Da stand Ballot Power bei 5 Dollar und ist in den nächsten 4 Jahren bis zum Jahr 2000 auf über 100 gestiegen. Ich glaube 120, 130, sowas war das Allzeithoch. Nur damals gab es viel, viel weniger Aktien. Jetzt gibt es, glaube ich, x-mal so viele Aktien. Und jetzt ist natürlich der Börsenwert jetzt schon bei 5 Dollar bei 1,3 Milliarden Dollar. Bei einem Jahresumsatz dieses Jahr von ungefähr 100 Millionen. Das ist also die 13-fache Umsatzbewertung.
Das ist ordentlich und es gibt eigentlich auch gar keinen Grund dafür, warum die Aktie jetzt nochmal so stark gestiegen ist. Es ist so ein bisschen die allgemein gute Stimmung für Wasserstoff. Für mich ist das schon so ein bisschen hype-mäßig. Ich glaube ja ohnehin wenig an, also an Wasserstoff, das wird schon funktionieren, aber da es so ineffektiv ist, wird sich im Individualverkehr, also bei PKWs, sicherlich nicht durchsetzen. Und darum habe ich so meine Zweifel und bei der Bewertung wäre ich eh so ein bisschen vorsichtig, aber wie gesagt, 1996 ging es von 5 auf über 100. Das ist jetzt natürlich auszuschließen, weil 20 Mal höher, da wären wir dann bei einer Bewertung von über 20 Milliarden. Aber es ist alles möglich. Für mich wäre es nichts, aber wer seinen Spaß mit der Aktie hat, der soll seinen Spaß haben. Der kann damit machen, was er will, aber keine Kaufempfehlung von dir. Nein. Gut, das war's für heute. Dankeschön, Alfred. Gerne. Danke auch wieder und bis zum nächsten Mal.